Hallo, herzlich willkommen bei Shelog und zurück zu Wintermute, dem Story-Modus von The Long Dark. Ich gebe zu, ich habe etwas geschummelt. Ich weiß jetzt, wo das Versteck ist, das wir beim letzten Mal gesucht haben. Ich habe Will bei der Suche total ausgepowert und habe mir dann überlegt, wir können ja dann einfach zusammen dahin gehen. Dann wisst ihr auch den Weg und außerdem kann ich dann nochmal einladen und Will ist wieder fit. Also ihr seht, ich habe die Nacht jetzt nochmal da in diesem Wohnwagen verbracht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Versteck jetzt nicht unbedingt gefunden, weil ich die Karte so gut gelesen habe, sondern weil ich hinterher einfach so verzweifelt war, dass ich einfach jeden Felsen in der Umgebung abgesucht habe. Ich wäre, glaube ich, nicht auf diesen Felsen gekommen, weil ich gedacht hätte, jo, der passt so perfekt in diese Zeichnung. Der muss es sein. Kann ich nicht behaupten. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. War das jetzt der hier? Ja, der war's. Okay. Jetzt hätte ich ihn schon fast wieder vergessen gehabt. Also... Found it. Ja, found it. Yay. Und es ist mal wieder gar nicht mal so toll. Also, ihr seht, ihr schaut von hier aus auf diese Wohnwagen. Also hier war es ja, glaube ich, eingezeichnet. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen schief. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht besonders gut darin, diese Entfernungen einzuschätzen. So, wir gehen weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Video geht. Ich werde jetzt hintenrum zurück zu Jeremiah gehen. Und werde das Video dann beenden, wenn wir da angekommen sind. Egal, wie lang oder kurz es dann ist. Weil ich dann eigentlich, wenn ich weitermache im Story-Modus, also mit der Hauptquest, dann ein neues Video anfangen möchte. Aber wir haben ja hier auch noch ein bisschen was zu gucken. So. Ich sollte vorsichtig sein, denn langsam wird der Will, glaube ich, abhängig von Schmerzmitteln. So häufig, wie ich ihn die reinstopfe, weil ich ihm irgendwie einen verstauchten Knöchel oder ein verstauchtes Handgelenk verpasst habe. Der arme Kerl. Und das ist auch überhaupt nicht witzig. Bisschen vielleicht. Aber eigentlich nicht. Ein kleines bisschen. Wenn man ein sehr schadenfroher, bösartiger Mensch ist, kann man das vielleicht ein kleines bisschen witzig finden. Aber bin ich natürlich nicht. Ich bin die Güte und Liebenswürdigkeit in Person. Will ist da jetzt nicht unbedingt der beste Leumundszeug, weil ich dem ja ständig wehtue. Aber das mache ich ja nicht mit Absicht. Das passiert halt. Vor Gericht würde es wohl heißen, ich würde das billigend in Kauf nehmen. Aber da Will nicht echt ist, kann er mich nicht verklagen. Das können nur echte Leute. Tja, wenn man ein fiktionaler Charakter ist, macht man einiges mit, ohne dass man sich wehren kann. Das sah jetzt nicht so, als würde das leuchten. So, hier müssen wir etwas vorsichtig sein. Manchmal treibt sich hier Getier herum, obwohl beim letzten Mal war auch schon nicht, ne? Während ich rumgesucht habe, habe ich oben am Leuchtturm, hätte ich beinahe gesagt, am Lookout jemanden gesehen, ein Wölfchen. Oh ja, jetzt fällt mir natürlich ein, an den Schienen ist ja auch noch ein Versteck. Das suchen wir uns dann im Verlauf der Hauptquest, denn das wäre jetzt ein ziemlicher Umweg. Was ist los? Ist das Gepäck so schwer? Gut, das Gepäck ist ziemlich schwer. Und scheinbar hat er etwas Hunger, aber Durst hat er nicht, deshalb gibt es jetzt keine Limo, sondern Sardinen. Hm. Ja, der hat jetzt irgendwie ziemlich flott gegessen, oder? Oder? Waren sie weg? Ja gut, hatte schon mal groß nochmal. Die Sardinen runtergeschlungen. Also ich hoffe wirklich, der Bär hält sich bedeckt, bis wir ihn mittels Fortsetzung der Hauptquest quasi beschwören. Beschworener Bär. Hallo? Ja, diese Hütte wollte ich doch ansteuern.
Tut mir nichts, dann tue ich euch auch nichts. Gut, im Moment würde ich euch eh nicht viel tun, weil ich nur eine Signalpistole habe. Ist die ja nicht geladen? Ja, offensichtlich. Es ist verdächtig hier, oder? Verdächtig still. Ich traue euch nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Guck, guck. Niemand da. Und auch nichts da drin. Wie es schon immer war. Aber ich gucke jedes Mal wieder nach. Wie ein braves Hündchen. Hallo? Das ist schicker eingerichtet und die Leiche fehlt. Ich weiß nicht, wie ich das finde. That'll come in handy. Nein, ich glaube nicht, dass die in Handy kommt. Genauso wenig wie die. Ich glaube, das lassen wir direkt zurück hier. Das will keiner haben. Schokoriegel. Ah. Okay, manche verstecken Schokoriegel unterm Bett. Wer auch immer hier gewohnt hat, versteckt direkt eine Ein-Mann-Packung. Ich zerreiße hier keine Sachen im Moment. Ich habe genug Stoff. Und mistig sind die Sachen ja auch. Die nehme ich vielleicht... Ja, waren die Skihandschuhe besser als das? Ich glaube nicht, ne? Oh, guck mal, genau die gleiche Condition. Das heißt, wir können die super vergleichen und feststellen. Unsere sind besser. Hehe. Hehe. Aber exakt die gleiche Condition. Das ist sehr brav. Ich bin beeindruckt. So, das... Ach, schade. Das ist nur ein Ding. Und kein essbares Ding. Das war's hier, fürchte ich schon. Dann gehen wir weiter zu Jeremiah. Ich steuere jetzt die Punkte an, von denen ich weiß, dass da Gebäude oder Hochsitze sind. In der Hoffnung, dass wir da noch was Leckeres finden. Eigentlich habe ich im Moment an nichts wirklich Interesse, außer an Nahrung. Alles andere ist mir Wuppe. Eigentlich nervt es mich sogar. Es nervt mich im Moment nichts mehr, als in einer Box eine Mütze zu finden. Ja, oder irgendwie... Obwohl, bei einer Mütze weiß ich wenigstens noch, ich tue sie einfach weg. Bei irgendwie einer guten Hose weiß ich, die ist wahrscheinlich nicht so gut wie das, was wir gerade anhaben. Aber wahrscheinlich auch zu schade, um sie wegzuschmeißen. Ich will es ja nicht beschreien, aber wo sind die Viecher alle? Sind die auf einer Versammlung? Warum sind wir nicht eingeladen? Nur für Wölfe und Bären. Voll speziesistisch. Diese Menschenfeindlichkeit. Ich würde das gerne irgendwo anprangern. So. Das ist nicht essbar. Aber, oh, Jeremiah will Verbände haben. I think I can use this. I don't think we can use this. Ich glaube, den Kram lassen wir alle hier. Wollte Jeremiah auch Pilze? Nein. Schweinefleisch. Was würde ich ihm mein Schweinefleisch mit Bohnen geben? Ha. Wenn er natürlich Stoff will, sollten wir die Hose doch mitnehmen. Und die Socken. Ja, dann nehmen wir das jetzt mit. Das ist ja jetzt nicht mehr so weit. Machen das dann kaputt und geben ihm das. Und dann freut er sich und hat uns lieb. Ja. Das ist doch alles, was Will wirklich will. Was Will will. Will geliebt werden. Seid ihr irgendwo, ihr Mistviecher. Und wartet darauf, dass ich meine Schutzschilde senke. Aber das wird nie passieren. Ich bin immer auf alles vorbereitet. Und schieße dann doch daneben. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe einen genauen Plan, was ich im Notfall tue. Und vermassel diesen Plan dann im Notfall. Ja. Aber ich habe einen. Ja, blöd. Nee, komm, lass mal. Verstaucht er sich nur wieder den Knöchel. Und Schmerzmittel wachsen ja nur auch nicht auf Bäumen.
Das abgelaufene Valium verwahren wir ja für Jeremiah, falls es dem wieder schlechter geht. Manchmal liegt hinter diesem Felsen was Interessantes. Und wir müssen da auch hoch, oder? Es ist immer so eine Ecke, wo ich ungefähr weiß, wie ich zum Pelzjägerhütte komme, aber nie wirklich genau. Aber Präzision wird auch völlig überschätzt. Wofür soll die schon gut sein? Okay, zum Zielen. Zum Basteln. Eigentlich doch für alles. Aber man kommt auch ohne klar. Ja. Heute ist hier nichts Interessantes. Ja, uns doch egal. Vielleicht geht's hier hoch. Von da aus müsste ich zumindest was sehen können. So, ich habe ja meine Signalpiste. Ich überlege gerade. Gewehr habe ich 7 Schuss und ich glaube, ich habe im Camp Office sogar noch mehr Muni. Während ich nur noch 5 Signalpatronen habe. Aber ich glaube, Gewehrmunition brauchen wir dringender, oder? Ich meine, gut, die Signalpatronen haben gegenüber diesen Fackeln den Vorteil, du kannst sie wirklich schon aus der Entfernung auf den Wolf schießen, dann kommt er gar nicht erst näher und du bist nicht darauf angewiesen, dass er tatsächlich sich dann erschreckt. Und stehst dann dumm da, wenn er sich nicht erschreckt. So, wir gehen sofort zu Jeremiah. Ich wollte einmal in den Schuppen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den schon durchsucht habe. Und hier ist ja auch... Was haben die Viecher vor? Es ist jetzt auch nicht so früh, dass die alle noch schlafen. Also entweder wir waren hier schon oder hier ist nichts oder was. Also da ist nichts, das auf jeden Fall. Da ist ein Häschen, das ist gut. Haben wir eine Hasenfalle, dann können wir die aufstellen. Steine haben wir ja im Moment nicht. Da liegen Steine. Wollen wir mal auf den Hasen einen Stein werfen? Ich weiß, ich drücke mich gerade ein bisschen vor der Hauptquest. Aber dieses Video wollte ich ja eh beenden, wenn wir bei Jeremiah ankommen. Wobei das jetzt wahrscheinlich echt sehr kurz wäre. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Ich bin ja davon ausgegangen, wir müssen noch mit irgendwelchen Wölfen balgen. Okay, Häschen. Du und ich und dieser Stein. Dieser Stein. Dieser Stein. Wo bist du hingehoppelt? Okay, okay. Nee. Oh, schade, ich dachte, der hoppelt wieder auf mich zu. Wird das? Einmal auf Warp-Geschwindigkeit gegangen. Ja, genau. Komm näher. Komm näher. Yes! Strike! Na! Ging es jetzt aber schnell wieder gut. Voll fies. Ich fühle mich gedisst und gemobbt. Das war jetzt echt schnell, oder? Das ist normal. Ja, komm, gib jetzt kein Essen. Da war ein Hase, du warst nicht schnell genug. Echt fies, oder? Ich find's fies. Well, you look like hell, Mackenzie. Thanks. I love what you've done with the place. Ha! I see you're an interior design critic now. You fixed my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn, not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam, but survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Smartass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population 1. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Huh.
Okay, das war jetzt ein recht witziger Dialog. Ich schmolle immer noch ein bisschen wegen dieses Superhasen, aber... was soll's. Reden wir über Survival Lessons. Lass uns ein wenig über Überlebensfähigkeiten sprechen. Welche willst du dir aneignen? Angeln? Haben wir dafür wirklich Zeit? Du wirst nicht immer die Möglichkeit haben zu jagen. Du musst mehr als einen Weg kennen, dich zu versorgen. Eiweiß ist im Winter Mangelware. Angeln kann einen nichtsnutzigen Piloten wie dich da draußen vor dem Tod machen. Hallo, du hast gerade noch gesagt, ich bin gut. Na gut, für einen Piloten. Das ist natürlich einschränkend. Und für einen Interior Designer. Du bist ein echter süßer Zrassplan. Geh zum Lagerbüro am Ufer des Rätselsees. Dort findest du Gerätschaften zum Eisfischen. Stimmt, die habe ich mir schon angeeignet. Mehrere Hütten, bring ein paar Fische mit, damit ich mir sicher sein kann, dass du zumindest nicht vor Hunger stirbst. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dir nur genug Essen für den Winter beschaffen soll. Dein Gefühl drückt dich nicht. Schau mich an, Mackenzie, der alte Bär hat mich ganz schön erwischt. In dieser Saison kann ich das Jagen oder Fallenstellen vergessen. Und wenn ich dir etwas beibringe und wir dadurch beide überleben, schadet das doch nicht, oder? Da hat er einen Punkt. Möchtest du es versuchen? Ja, klar. Ich bin bald mit Fischen zurück. Ich kann ihn schon riechen. Das ist dann was anderes. Okay. Vertrauen. Bedrückt dich was? Ja, mich bedrückt viel. Hatte ich nicht irgendwas für ihn? Stoff. Ein paar will ich auch selber behalten. Mein Schweinefleisch mit Bohnen behalte ich selber. Bin noch nicht bekloppt. Okay, er vertraut mir nicht besonders doll. Wir geben ihm noch mehr Stoff. Wir machen jetzt diese Hose kaputt. So, ich gucke gleich mal kurz, wie lange ich schon aufnehme. Und eventuell gehen wir dann doch nochmal zurück zum Camp Office schon mal. Und gucken... auf dem Weg mal eben bei den Schienen. Das Versteck kann ja eigentlich nicht so schwer zu finden sein. Und offensichtlich sollte wohl vorher ein Stündchen schlafen. Was soll mich denn bedrücken? Ich meine, mich bedrückt einiges, aber... Ich meine im Ernst. Wollen wir ihn noch mal einmal nach dem Rätselsee fragen? Kannst du mir etwas über die Umgebung erzählen? Was willst du wissen? Meine Überlebenschancen werden steigen, wenn ich mich auskenne. Wenn du glaubst, dass eine Geschichtsstunde dir hier weiterhilft, dann nur zu. Hm. Ja gut, das... Und der hat ganz viele Bohnen. Und der will noch mehr. Ich glaube, der steht auf Schweinefleisch mit Bohnen. Fand ich gut, wie Will hier reinkam. I love what you've done with this place. Okay. Will will sich, glaube ich, mal ein bisschen hinlegen. Den Gefallen tun wir ihm. Oh, ich sehe gerade, Will hat ein bisschen Hunger. Können wir aufhören zu schlafen, bevor Will verhungert? Bitte? Ah ja, das ist ein bisschen auf die Condition gegangen. Upsi. Mein Fehler. Komm, essen wir eine gammelige Ein-Mann-Packung, die streng genommen echte Lebensmittel enthält. Ich hoffe, das letzte Dingsbums-Versteck enthält noch ein bisschen was Hilfreiches. So, Sekunde. Wir haben noch viel Zeit für diese Episode. Ich sollte jetzt darauf achten, dass ich jetzt nicht so mich hier verzocke, dass das jetzt zu lang wird. Aber ich glaube, zum Camp Office noch mal einmal gehen und auf dem Weg nach diesem Versteck suchen. Das ja eigentlich nicht so schwer zu finden sein kann. Eigentlich. Und noch attackiert uns niemand. Ich sollte nicht so rennen, falls sich das ändert. Ist das nicht ärgerlich, dass dieser Hase so schnell wieder auf den Beinen war? Wir hätten etwas Fleisch gehabt und vor allen Dingen hätten wir Jeremiah den Pelz geben können. Dann hätte er uns noch mehr lieb gehabt. Nein, im Moment hat er uns nur ein ganz klein bisschen lieb. Nicht sehr doll. Wie viele Fische will der überhaupt?
Ein paar davon sollten wir selber essen. Will ist hungrig. Ich gucke immer so misstrauisch in die Richtung. Es ist echt seltsam. Nicht, dass ich es schlimm finde, nicht belästigt zu werden, aber das lässt mich irgendwie Schlimmes erahnen. Dass sie sich jetzt mittlerweile dann irgendwo an einem Ort knubbeln und auf mich warten. Denn wir haben ja jetzt... Eigentlich haben wir in dieser Folge jetzt schon irgendwas gesehen, also an gefährlichen Tieren. Klar, wir haben Hasen gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir auch an einem Reh vorbeigekommen sind oder so, aber an Wildtieren... So, da ist der Schienentunnel auf der Seite der Schienen an einem Felsen. Das wollen wir doch mal glauben. Denn wenn wir die Kiste schon gefunden hätten, wäre sie jetzt nicht mehr auf der Karte vermerkt. Und ich habe auch das Gefühl, die spawnen erst, wenn man einen Hinweis gefunden hat. So dass man gar nicht zufällig über die Dinger stolpern kann. Schon wieder müde. Mann, Mann. Du verkraftest aber auch gar nichts. So. Ist das schon der Felsen? Obwohl, der ist etwas zu nah am Schienentunnel. Die anderen sind allerdings etwas zu weit weg vom Schienentunnel. Nein. Oh, es sei denn, es ist in dem Fall kein Container, sondern so ein Steinhaufen. Das wäre jetzt aber wirklich zu nah. Gut, dann gehen wir mal zu dem da drüben. Der ist ja auch noch in adäquater Nähe. Ja, wie gesagt, die Entfernungen hier sind immer so ein bisschen, ich würde sagen, fragwürdig, aber vielleicht schätze ich die auch immer noch völlig falsch ein. Oder beides. Aber ich sehe jetzt hier schon wieder nichts. Aber das ist auf der Seite der Schienen eingeordnet, also nicht irgendwie dahinter. Oh, das ist aber klein. Das hätte ich jetzt locker übersehen. There you are. Ja, danke. Ich bin begeistert. Weihnachten ist nichts dagegen. Ich kann mich kaum halten vor Freude. Seht ihr mein erfreutes Gesicht? Epi. Bestes Geschenk ever. Hätte nicht besser sein können, wenn da ein Ring drin gewesen wäre. Ja, Hammer. Ja. Bin ich sauer. Warum auch? Weil dieser Superhase sich innerhalb von 2 Sekunden erholt hatte. Oder weil dieses doofe Versteck Müll enthalten hat. Und ein paar Ananas. Nein, nein, alles gut. So, wir lassen uns jetzt von diesem Mobbing durch das Spiel nicht die Laune verderben. Wir schmeißen alles mit Steinen, was uns entgegenkommt. Obwohl, hier sind nicht so viele Hasen. Ne? Und anderes Wild beeindrucke ich damit wahrscheinlich gar nicht mal so sehr. Ich meine, ich habe es noch nicht versucht, mit dem Reh was an den Kopf zu schmeißen. Ich würde gerne mal versuchen, ein Reh zu erschießen, aber da müssten wir erstmal das Gewehr komplett reinigen. Also selbst wenn da jetzt eins steht. Wir müssen erstmal Sachen wegpacken. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass es uns zum Camp Office führt. Denn ich lege das lieber im Camp Office alles in einen Container, als bei Jeremiah auf dem Boden. An seine Container darf ich ja nicht dran.
Weil habe ich noch nicht so gerne. Aber er findet für einen Piloten bin ich gar nicht so ein Weichei. Was ja auch schon mal ein echtes Kompliment ist. Ich persönlich bin in das ist halt gut. Ach, das Licht denn da. Fünf Kilo Fisch. Alter Verwalter. Muss ich den braten? Wahrscheinlich, ne? Ein bisschen Fisch will ich ja auch selber essen. So. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar von unseren Sachen... Das Gewehr lasse ich jetzt natürlich hier. Auf die Fische zu schießen wird nicht viel helfen. Und könnte auch gefährlich sein, auf das Eis zu schießen. Weil... Weiß nicht. Das Gewehr. Wo haben wir es denn? Gewehr. Die Brechstangen werde ich jetzt erstmal auch nicht brauchen. Ich muss nur hinterher dran denken, das alles wieder mitzunehmen. Ich brauche auch nicht drei Magnesiumfackeln. Genau, das. Oh, das Gewehr passt hier nicht mehr rein. Ist hier oben noch ein Behälter? Ah ja, die Truhe, okay. Da passen auch 30 Kilo rein. Da passt dann noch unser Gewehr rein. So, was haben wir an überschüssigen Klamotten, die ich nicht wegwerfen wollte? Das war's. Ja. Ich lege jetzt alles an einen Ort. Ich gucke gleich mal, was ich unten in diesem Medizinschrank drin habe. Ah gut, hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. Das gute Hundefutter kommt mal da rein. Die nehme ich mal mit. Hm, ja. Ich glaube, den Rest nehme ich alles mal. Die sind auch gar nicht mehr so gepackt. Aber Will ist so müde. Das ist ein viel größeres Problem. Also jetzt noch angeln wäre wahrscheinlich ein Problem. Es wird bald dunkel und Will ist auch nicht mehr so fit. Pass auf, wir sammeln mal ein bisschen Holz. Jetzt habe ich die Axt weggelegt, oder? Ich glaube schon. Ja. Dann können wir das morgen direkt mit in die Fischerhütte nehmen. Ist die Axt da noch hier drin? Oh Mann, ich bin so verpeilt. Ja, da ist sie. Also wir sammeln jetzt Holz, genau. Dann können wir das zur Fischerhütte mitnehmen. Dann können wir den Fisch direkt vor Ort grillen. Denn auch wenn wir das wahrscheinlich für Jeremiah nicht müssen, sondern ihm da auch gammeligen rohen Fisch reinlegen könnten... Wollen wir ja ein bisschen was auch selber essen und da wäre es dann besser, wenn es nicht roh wäre. Jeremiah kann sich seinen Mist selber grillen. Wir sind hier fürs Fischen zuständig, nicht fürs Kochen. Nehme ich mal an. Er hat ja auch einen Ofen, auch einen mit ewigem Feuer, gut für ihn. Ja, ja. Ein paar Stöcke. So, da ist es ja jetzt auch nicht schlimm, wenn uns das dann wieder überlastet. Das lassen wir ja dann in der Fischerhütte. Ja, wird jetzt hier keine Stunde Tageslicht verschwendet. Ach, das haben wir hier mal hingeschmissen. Das ist dann auch gar kein Ast, sondern unser restliches Lagerfeuer. Na, greif zu. Das ist gut für dich. Ja, ich weiß. This bag is kinda heavy. Too heavy to carry. Bla bla bla. I might have to drop some gear. Okay, an den Spruch habe ich jetzt nicht gedacht. Danke fürs Hinzufügen. Danke. Okay. Gut, dann können wir jetzt die Axt weglegen. Denn es wäre schon schön, wenn er morgen früh dann zum See joggen könnte. Und nicht in diesem Tempo dahin kriechen müsste. Ja, du darfst dich ja gleich hinlegen. Meine Güte, geht ja nur mir so auf die Nerven. Uhuhu, wie so ein Baby. Was wir mal einmal gucken sollten, ist, ob wir jetzt das Angelzeug hier drin haben oder ob ich das irgendwo hier hingepackt habe. Ist nicht wirklich ausgeschlossen.
Da ist Feuerkram drin. Der kann da wohl auch erstmal drin bleiben. Das packen wir gleich mal oben in diese Kiste. Dann haben wir alles an einem Ort. Ich bin da manchmal so ein bisschen so veranlagt, dass ich alles sortieren will, aber das ist ja Quatsch. Wir können ja alles in möglichst nah beieinander gelegene Behälter tun. Wir können ja dann sortieren. Nach was ist was? So, die Schmerztabletten, die behalten wir mal, was? Man weiß ja nie, was uns so passiert. Soll ja Leute geben, die wohl einen Abhang hier unterstützen. Wer auch immer so etwas Gemeines tun würde, hier passt die Axt nicht rein. Hier war sie doch vorhin auch drin. Also nicht vorhin, aber irgendwann mal. So, die Fackel muss man nicht unbedingt mitnehmen. Das auch nicht. Kannst du wieder rennen? Naja, wenn du nicht mal müde bist, bestimmt. Ach so, ja, wir sind jetzt auch nur überlastet, weil wir müde sind. Okay. Wollte ich noch irgendwas tun? Genau, ich suche mein Angelzeug. Das habe ich doch bestimmt irgendwo hier gelassen, oder? Da ist mein Angelzeug. Gut. Gut, daraus können wir uns im Zweifel noch mehr Angelzeug machen. Müssen wir jetzt aber nicht. Putzen wir einmal das Gewehr. Zeit rumkriegen, bis es dunkel wird. Du musst dich doch gar nicht damit bewegen. Du musst es doch nur festhalten. Man. Guck, wie fein das geht. Super gemacht. Oh Mann, wir müssen dringend, bevor wir wieder aufbrechen, dann hier alles durchgehen, dass wir alles Wichtige mitnehmen. Ja. Wenn wir, selbst wenn wir 5 Kilo Fisch fangen, sind wir dann bei 32 Kilo, das können wir dann auch tragen. Dann wird jetzt erstmal ein bisschen geschlafen. Dann hoffen wir mal, dass das Angelzeug nicht so schnell kaputt geht. Was mir gerade so einfällt, können wir eigentlich Angelzeug übers... Ja, können wir. Ja, okay, also dafür brauchen wir dann keine Werkbank. Ist ja auch schon mal was. So, in 10 Stunden müssen wir wieder was trinken. Ungefähr... Danke übrigens für den Hinweis, dass das im Story-Modus, dass ich im Story-Modus so lange schlafen kann, wie ich möchte und nicht so ein Stückwerk betreiben muss. So nach dem Motto, Will ist nicht müde, also kann Will auch nicht schlafen. Das war sehr gut zu wissen. So. 5 Stunden? Ja, ne? Dann sollte es wohl hell sein. Ich habe jetzt, da ich heute mir eigentlich ein festes Wanderziel gesetzt hatte, habe ich jetzt keine Uhr laufen. Deshalb muss ich immer wieder gucken, wie lange ich schon aufnehme. Aber ein bisschen angeln gehen können wir noch. So, ich hoffe, Will ist warm genug angezogen, dass wir nicht schon während wir angeln Feuer brennen haben müssen in der Hütte. Sondern wirklich erst Feuer machen müssen, wenn wir Fische gefangen haben, die wir grillen möchten. Und das werden wir möchten. Werden wir wollen, möchten, sollen. Sollten wir dann tun, damit sie uns nicht vergammeln. Ich wette, wenn wir Jagen als Überlebenstraining ausgewählt hätten, hätten wir mit Steinen nach Hasen schmeißen müssen. Voll doof. So. Wie konnten wir das übersehen? Einen Schatz übersehen. So.
Gefühlt 3 Grad. Ich glaube, erfrieren tut er nur, wenn es unter 0 ist, ne? Ach, Scheiße. Das habe ich vergessen. Wo ist das Camp Office? Tut mir leid. Mea culpa. Mea maxima culpa. Wie blöd, natürlich muss ich... Wenn ich jetzt das Spiel zum ersten Mal spielen würde, wäre ich entschuldigt, aber... Eisfischen habe ich ja in diesem Spiel nun schon 1-2 Mal gemacht, nicht wahr? Es tut mir leid, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Dass ich ja... Was ist denn nicht besser, die Brechstange oder die Axt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Brechstange ist grundsätzlich geeigneter. Aber aus taktischen Gründen werde ich die Axt mitnehmen. Einfach, weil wir bei der eine Möglichkeit haben, sie in Schuss zu halten. Das Brecheisen geht einfach irgendwann kaputt. Das kann man nur zerlegen, das kann man nicht reparieren. Deshalb nehmen wir uns die Axt dafür, auch wenn die, glaube ich, nicht das geeignetste Werkzeug dafür ist. Ich glaube, die Brechstange ist das optimale Werkzeug dafür. Auch wenn ich das nicht beschwören möchte, da bin ich mir bei vielen Dingen nicht so sicher, was wofür das beste Werkzeug ist. Aber ihr seht, ich hatte meine Axt auch ein bisschen geschärft. Das war nach der letzten Folge hatte ich das gemacht, um ein bisschen Zeit rumzukriegen, weil es zu spät war, um noch nach diesem komischen Versteck zu suchen, aber zu früh, um schlafen zu gehen. Da dachte ich dann, was soll's, zerfetzt ein paar Klamotten, nähst ein paar Klamotten und schärfst die Axt. Dann nutzt sich auch der Wetzstein ab und wenn er weg ist, dann wiegt er nichts mehr. Beziehungsweise er wiegt noch was, aber ich kann ihn dann wegtun. Und dann wiegt er nichts mehr. Dann wiegt er auch noch was, aber nicht mehr in meinem Gepäck. Dann wiegt er irgendwo anders halt so vor sich hin. Ja. Genau, so. So viel zu der unnötigen Kalorienverschwendung des Hin- und Herlaufens. Jetzt müssten wir dieses Loch aber aufbrechen können. Und dann haben wir auch den ganzen Tag zum Angeln. Und das ist gut. So. Oh, und wenn wir dann Feuer machen, sollten wir eventuell auch nochmal Wasser abkochen. Erklärt vielleicht auch, warum unser Gepäck so leicht ist. Ja. Viel mehr als die Axt haben wir ja jetzt nicht. Deshalb fällt die Wahl leicht. Und ich sag mal, Petri heil, hä? 5 Stunden? Machen wir. Hoffentlich fängt da was gut. Na, ist das nicht so toll? Ja, genau. Okay, jetzt komm, jetzt freu dich doch einfach über den super Fisch. Schwarzbarsch ist eine super Sache. Die Maränen sind nur so mittel. Wie lange bis dunkel wird? Das meint er 3 Stunden, 2 Stunden? Ach Mist, die müssen ja noch grillen. Ah Mist, die wollte ich ja noch grillen. Ah, und der wird durstig. Wie lange wird das dauern, die zu grillen? Komm, wir machen das jetzt. Dann gehen wir halt im Dunkeln zum Camp Office zurück. So weiß das auch nicht. Was soll's. Also, was wir noch machen können, bevor Will dann anfängt rumzujammern, dass er so müde ist. Das hilft dann auch noch mal ein bisschen gegen Durst und Hunger. Und jetzt wird Fisch gegrillt. Grill ich nur die, die ich selber essen möchte, oder grill ich auch die für Jeremiah? Ich weiß es nicht. Nicht, dass die uns hier dann vergammeln und ich sie ihm nicht mehr in seinen komischen Container tun kann. Mit Schwarzbarsch habe ich natürlich meine Aufgabe schneller erfüllt.
Aber den Schwarzbarsch würde ich gerne für Rühl selber verwahren. Die blöden, ekligen Maränen. Die kann der Jeremiah ruhig haben. Finde ich. Das ist vielleicht etwas egoistisch, aber er hat nur nach Fisch gefragt. Er hat nicht nach gutem oder leckerem Fisch gefragt oder nach reichhaltigem. Sehr schön, dass wir so auch Lampenöl gewinnen. Ja. Auch wenn unsere Lampen dann immer etwas fischig riechen. Was hat er jetzt gesagt? Habe ich nicht gehört. Aber guck mal, er ist kaum müde, obwohl es schon so spät ist. Weil er den ganzen Tag rumgesessen hat. Können wir jetzt bis tief in die Nacht Fisch braten. Finde ich gut. Nein, du isst jetzt kein Pferd, du kriegst gleich einen Fisch. Es ist doch mindestens genauso gut wie ein Pferd. Es soll ja sogar Leute geben, die Probleme damit haben, Pferde zu essen. Während Fisch ja eigentlich ein recht gängiges Menü ist, würden viele Leute Pferde zu essen als eher... Naja... Unangenehm. Not gonna be able to carry this load for much longer. Doch, doch, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. So, bevor du jetzt anfängst, irgendwelche Pferde zu essen. Lecker Schwarzbarsch. Guck mal, die Maränen, die sind gar nicht so leicht. Ich glaube, wir hätten schon genug für den Typen. Falls uns wer entgegenkommt. Und falls wir nochmal fischen gehen, haben wir hier direkt ein bisschen. Oh, wir sollten auch Zunder hier lassen, glaube ich. Jetzt habe ich. Wähle alles aus und dann wähle ich doch alles ablegen. Und vielleicht lassen wir auch noch etwas hiervon. Zurück. Nicht so viel. Okay. Das ist jetzt das Gute, dass er trotz der späten Stunde noch so fit ist. So, ihr hattet mir ja mal zur Sandbox gesagt, dass es am besten ist, Fleisch und Fisch im Schnee zu lagern. Das machen wir dann mal mit den Maränen, die wir für Jeremiah gefangen haben. Denn scheinbar locken die auch nur dann wilde Tiere an, wenn wir die wirklich als Köder fallen lassen. Also ich glaube, die Taste 3 ist das ja, oder 4 mache ich ja sehr selten, weil ich meinen Kram selber brauche. Ich habe das Gefühl, unsere Fackel brennt nicht wirklich. Ist das so kalt? Denn windig ist es ja nicht, ne? Tu weg. Man damit auch Hasen erschlagen kann. So. Nein. 1, 3. 2, 3. 3, 3. 4, 5. Ich glaube, das reicht schon für Jeremiah. Falls ich mich jetzt verrechnet habe, den noch. Der Rest ist für Will. Der jetzt erstmal ins Camp Office geht. Wo er wahrscheinlich Licht anmachen muss, um das Bett zu finden. Denn die Fackel ist ja ausgegangen. Wir sollten mal Lampenmüll nachfüllen. Haben ja dank der Fische welches gewonnen. Yay. So, jetzt essen wir uns mal satt, soweit das geht. Ja, das geht gut. Und der Schwarzbarsch kommt in unseren Vorratsschrank fürs Frühstück. Hm.
Und noch mal was trinken. Und dann können wir eigentlich auch schlafen gehen. Wir werden doch recht erfolgreichen Tag hinter uns haben, nicht wahr? Fisch für alle, auch für Jeremiah und vor allen Dingen auch für Will. Ja, ich mache dann jetzt an der Stelle einen Cut. In der nächsten Folge gehen wir dann zurück zu Jeremiah. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann die anderen Überlebenstraining-Sachen auch noch machen soll oder ob wir jetzt wirklich gucken sollen, dass wir weiterkommen. Ich weiß nicht, ob das optional ist, ehrlich gesagt, im Moment. Oder ob wir einmal jedes Überlebenstraining machen müssen, damit er weiter mit uns arbeitet, in Anführungsstrichen. Und uns sagt, was wir mit den Bären machen sollen. Naja, mit diesem schönen schwarzen Bildschirm, The Long Dark heißt das Spiel, es tut mir leid, verabschiede ich mich. Ich danke euch für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt gut auf euch auf. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!